Willkommen zurück zu meinem Wii Sports Resort Special. Wir machen weiter mit der Sportart Frisbee und hier dem ersten Spiel Apportieren. Hierbei geht es darum, seinem Hund eine Frisbee-Scheibe zuzuwerfen. Dieser muss diese fangen innerhalb von einem bestimmten Radius. Je näher die Frisbee am Pfeil ganz hinten landet, desto mehr Punkte gibt es. Ich demonstriere das mal. Für diesen Wurf gibt es nur 50 Punkte, nicht optimal, eher mittelmäßig. Das sieht schon etwas besser aus. Ein guter Wurf, der 100 Punkte gibt. Nicht wundern, wenn ab und zu mal mein Arm im Bildschirm auftaucht. Da ich sehr nah an die Wii-Sensorleiste herangehe, das ist so ein bisschen meine Technik, das muss nicht unbedingt gut sein, aber so kann ich es am besten. Ja, das wird ein schlechter Wurf. Immerhin doch noch, na, 50 Punkte, immerhin. So, nun kommt zusätzlich noch die Ballonjagd. Trifft man diesen Ballon hier, gibt es 50 extra Punkte zusätzlich zu den, ja, zu den Zielwürfen werden diese 50 Punkte hinzuaddiert. Also diesen habe ich nicht getroffen, dafür aber immerhin 50 Punkte abgestaubt. Diesen Luftballon hätte ich nun bekommen. Gibt nun 50 Punkte für den Luftballon und 10 weitere, dadurch, dass ich den äußersten Kreis erwischt habe. Das sieht gut aus. Jawohl, das gibt glatte 150 Punkte. Kommen wir nun zum finalen Wurf. Hier kann man nun einen Luftballon treffen, für den es glatte 100 Punkte gibt, ist allerdings gar nicht mal so leicht zu erwischen. Oh, und das war ein Fehlwurf. Somit bleibt es bei 660 Punkten. So, kommen wir nun zur nächsten Frisbee-Sportart, nämlich dem sogenannten Frisbee-Golf. Ziel ähnlich wie beim Golf, die Frisbee in einem bestimmten Ziel zu platzieren und dabei möglichst wenig Würfe zu benötigen. Hierzu hat man insgesamt 6 verschiedene Kurse zur Auswahl. Und ich zeige mal ein Beispiel. So, hier wird nun empfohlen, diese Frisbee hier zu wählen, für mittlere Entfernungen. Es gibt 3 verschiedene Frisbees für Langstrecken, mittlere Strecken und kurze Strecken. Ich wähle also nun die für die mittlere Strecke, da es nur noch 73 Yards bis zum Ziel sind.
hier wird nun empfohlen, die sogenannte Putter-Frisbee zu nehmen, da es sich nur noch um 8,3 Meter handelt. Und nach 4 Würfen habe ich das erste Loch oder sozusagen die erste Zone hinter mir. Auch das hier wird paradoxerweise als Loch bezeichnet, wie beim Golf auch. Ja, das ist etwas zu weit außerhalb. Aber immerhin nur noch 43 Yards. Jawohl. Kommen wir nun zum dritten Loch, welches in mehr als 500 Yard Entfernung liegt. Und das ist auch sicherlich kein allzu guter Wurf eben. Oh je. Und das natürlich etwas zu weit rechts. Nichtsdestotrotz bin ich ziemlich nah an der Zone dran. Und mit etwas Glück könnte ich beim nächsten Wurf das Ziel erreichen. Ja, so allerdings nicht. Und irgendwie habe ich heute einen leichten Rechtsdrei. Und schon wieder. So, das sollte nun allerdings endgültig zu packen sein. Jawohl. Also mit einem Ergebnis von +3 beende ich dieses Spiel. Sicherlich nicht allzu gut, da ich mir beim letzten Loch etwas zu viel Würfe gegönnt habe. Es braucht natürlich seine Zeit, bis man die richtige Technik raus hat. Aber wie bei allem, mit etwas Übung klappt das schon. Auch Frisbee kann sehr viel Spaß machen, ist allerdings eine, ja, meiner weniger favorisierten Sportarten. Soweit also zu Frisbee. Die nächste Sportart, die ich euch zeigen möchte, ist Wakeboard. Somit die erste Wassersportart bei Wii Sports Resort, die ich euch vorstellen werde. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal.